Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Preview-Video von World of Warships mit dem Hauptdarsteller, und zwar dem Tier 10 Kreuzer der Hindenburg. Wie wir sehen, natürlich schon ausgewählt, und ich würde sagen, wir schauen uns diese Schönheit, und das glaube ich, sage ich zu Recht, einfach einmal erst grob an, bevor wir auf die technischen Daten im Detail gehen. Normalerweise sage ich bei diesen Preview-Videos ganz gern ein bisschen was zur Historie von dem Schiff und da auch nochmal die Fakten mit den Spieldaten zu unterstützen oder auch eventuell aufzuklären oder aufzudecken. Allerdings ist es nicht möglich, weil die Hindenburg ein sogenanntes Papierschiff ist. Das heißt, dieses Schiff gab es nur auf einer Blaupause, ist also sonst leider nicht in der Realität unterwegs gewesen und dementsprechend leider natürlich auch dann nicht mit irgendwelchen schönen Fakten zu unterlegen. Deswegen gehen wir mal im Spiel soweit erstmal auf die technischen Daten ein. Dabei gucken wir uns die Module an. Sehen wir, haben ein 203 mm Geschoss. Es gibt einen Rumpf natürlich. Die Torpedos mit 64 Knoten Geschwindigkeit. Und einem 155.000 PS Motor. Alle anderen Daten schauen wir uns aber selbstverständlich hier jetzt zu unserer Rechten an. Also, das Schiff hat 51.900 Hitpoints. Wir haben 4x3 203 mm Geschosse, Torpedo-Vierlinge, auf jeder Seite zwei Stück mit 4 Torpedos, das heißt, auf einer Seite sind maximal 8 abfeuerbereit. Und ansonsten Höchstgeschwindigkeit 32 Knoten, Wendekreisradius 800 und die Verborgenheit mit 16 Kilometern, ansonsten 10,6 aus der Luft, ist relativ schlecht. Aber das schauen wir uns jetzt noch im Wettbewerbsvergleich an, bevor wir natürlich auch dann direkt ins Spiel springen. Nun, wie versprochen, der Wettbewerbsvergleich zwischen dem Kreuzer Hindenburg, dem Kreuzer Des Moines und dem Kreuzer Zao. Dabei handelt es sich selbstverständlich um die Japaner, die USA und die Deutschen. Wir fangen mit den Überlebensfähigkeitspunkten an, sehen, dass wir da mit 51.900 die bestvertretensten Nationen sind. Die USA folgen uns damit 50.600 und die Japaner sind abgeschlagen mit 44.900. Wobei, man muss aber als kleine Randnotiz feststellen, dass die anderen beiden mehr Panzerung haben als wir. Die Artillerie sind wir nominell auch die Schwächsten. Wir haben zwar die größte Reichweite mit 17,8, das ist 2 Kilometer mehr als die USA und 1,6 Kilometer mehr als die Japaner. Wir haben auch einen Turm mehr als die USA und gleich viele wie die Japaner, aber natürlich darf man nicht vergessen, da zählt auch einfach die Schussfrequenz und auch der Schaden der Kanonen rein. Torpedos haben wir 6 Kilometer. Die USA haben keine Torpedos und die Japaner haben wieder Torpedos, und zwar 4x5 Stück, also in Summe sogar 10 auf eine Seite mit 8 Kilometer Reichweite. Die Flugabwehrfähigkeit von uns ist dafür aber wieder im Mittelfeld. Die Amerikaner liegen hier mit einem Wert von 62 Punkten führend. Wir sind mit 57 Punkten da etwas im Hintertreffen. Und die Japaner folgen uns dann auch nochmal mit 7 Punkten Abstand mit einer Wertung von 50. Ganz wichtig natürlich für Kreuzer ist die Manövrierfähigkeit. Da sehen wir, mit 32 Knoten sind wir die langsamsten. Die Amerikaner liegen da im Mittelfeld mit 33,3 und die Japaner sogar mit 34,9 fahren uns da alle um die Ohren. Der Wendekreis ist dafür bei den USA der kleinste mit 770 Meter, bei uns beträgt er 800 und bei den Japanern sogar 840 Meter. Und ein ganz wichtiger Punkt ist selbstverständlich die Ruderstellzeit, und hier sieht man einen der großen Nachteile der Hindenburg, und zwar, dass die Ruderstellzeit 12,1 Sekunde beträgt. Zum Vergleich, die USA brauchen nur 8,6 Sekunden, also fast 4 Sekunden weniger. Und sogar die Japaner nochmal eine Sekunde weniger, und zwar 7,7 Sekunden. Also da ist natürlich so, dass gerade das Thema Manövrierfähigkeit bei uns deutlich eingeschränkt ist gegenüber den anderen beiden Nationen. Verborgenheit ist auch immer ein Thema. Auch hier sind wir im Hintertreffen mit einem Wert von 32, was in Zahlen und Daten nichts anderes aussagt. Wir gehen bei 16 Kilometern schon auf und Lufterkennbarkeitsreichweite sind 10,6 Kilometer.
Bei den USA geht man erst bei 13,9 auf und aus der Luft bei 9,9 und die Japaner sind dann nochmal besser vertreten und gehen nochmal später auf. Also von dem her muss man auch mit der Hindenburg definitiv seine Reichweite der Kanonen ausspielen, weil in allen anderen Belangen ist er unterlegen. Und dementsprechend, glaube ich, darf man sagen, es ist kein OP-Schiff, ganz im Gegenteil, aber es hat seine Stärken und eben auch Schwächen wie jedes andere Schiff. Diese Stärken und Schwächen sehen wir aber jetzt in dem Gameplay und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und schaut es euch an. Und da sind wir also auch schon im Gefecht mit der Hindenburg. Ihr seht, wir sind hier Top-Tier, Eisinseln ist die Karte und dann schauen wir mal, wie wir hier zurechtkommen. Der Gegner hat hier mit Tier 6 einen, der platoniert mit Tier 8 und kommt in den Tier 10er Gefecht. Ein bisschen unglücklich natürlich. So, und nun mal gucken. Wir haben auch in unserem Team hier einmal die Khabarovsk und die Udaloy. 10er und 9er Zerstörer der Russen. Aber ich glaube, dass ich hier oben ziemlich alleine gerade bin. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück, weil es ist ja natürlich gerade schon so, dass man stark gefokusfeuert wird in diesem Schiff. Und ich will euch ja zumindest so ein bisschen eine gute Runde zeigen. Jetzt eben nur noch schauen, wo hier die Gegner kommen und eben, dass man ein bisschen was ausrichten kann, aber das Schiff ist schon einfach wunderschön. Wirklich Zucker. Allein schon wie die Torpedos drauf warten, endlich abgefeuert zu werden. Ganz tolles Schiff. Kann man nicht anders sagen. Jetzt wird B gecapped, aber leider keine Sicht darauf. Sonst könnte man vielleicht schon drauf schießen. Ja, eigentlich ein schön erreichbarer Spot hier. Aber, naja, ohne Sicht. Keinerlei Möglichkeit dafür. Und gerade die gegnerischen 10er Zerstörer sind natürlich auch schon eine Waffe. Und jetzt bin ich auch offen. Ist natürlich ungut auf dieser Map, weil jetzt ich bin weit beschießbar. Schade, dass ich noch keinen Gegner habe. Aber da vorne haben sich schon... Das ist so spannend. Gearing hat gute Bewaffnung, aber hier die Udaloy nicht minder schlecht. Die dürfte jetzt eigentlich nicht lange überleben, die Gearing. Ist natürlich schön, so ein 10er Zerstöre direkt so schnell aus dem Gefecht zu nehmen. Das ist toll. Die Jungs unterhalten sich auch im Chat sehr angeregt, dadurch, dass sie unbedingt die Russen wollen und sich schon sehr stark darauf freuen. Wie gesagt, ich selber bin ja da doch eher der Fan der Kreuzer. Also ich fühle mich hier mit den Deutschen unglaublich wohl. Auch wenn bis jetzt hier natürlich noch nicht so viel passiert ist, ganz klar. Aber jetzt ist rechts was auf A. Deswegen, ich glaube, ich werde da mal rüberfahren. Wobei, wenn schon die Amagi nichts aufbekommt, dann kann es nur ein nerviger Zerstörer sein. Und die Amagi frisst da jetzt gut Torpedos.
will ich den zumindest da supporten. Ich hoffe, dass er sie wenigstens bald aufbekommt. Aber sieht aktuell nicht so aus, als ob die Fletcher oder die Gearing, je nachdem wer von beiden es ist, da aufgehen will. The enemy team has taken the lead. Und der Gegner ist leider hier sehr stark hier unten fixiert. Also ich hoffe, dass hier oben dann doch gleich noch ein bisschen Action kommen wird. Aber dabei können wir ja weiterhin das wunderschöne Schiff begutachten. Für mich eines der schönsten Schiffe überhaupt im Spiel. Muss ich so sagen. Und das sage ich jetzt nicht aus Patriotismus, sondern einfach aus reinen Optikgründen. Bis dahin war es, glaube ich, schon, kann man sagen, die Tirpitz. Wobei auch der 10er Kreuzer sehr schön gelungen ist. So, jetzt bin ich auch offen. Amagi dreht jetzt mal weg. Amagi hat jetzt genug, auf den Zerstörer da zu fahren. Auf wen oder was schießt der jetzt? Hinter der Insel? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wahrscheinlich hat sich die Cleveland da jetzt hingestellt, aber ja, irgendwie keine doofe Idee, muss man hier lassen. Weil das ist doch von hier vor. Wie kann man denn so hart schießen, ohne aufzugehen? Trotzdem macht es keinen Sinn, jetzt da auf die so drauf zu fahren. Sieht man wenigstens mal, woher er schießt. Unglaublich. Habe ich auch so noch nicht erlebt. Also wahnsinnig strange. Würde ich jetzt gern mal rausnehmen. Und das ist ja... Sowas muss ja gekillt werden. Jetzt kommt dann natürlich die Yamato. Drehen hierbei, weil ein One-on-One mit der Yamato will ich jetzt ebenfalls nicht eingehen. Das kann ja von mir aus ruhig die Udaloy machen. Schön, aber schnelle Schussfolge. Wie man sieht. Und auch anzünden, was aber nicht so leicht ist mit den Deutschen, weil sie einfach weniger Brandschaden und Brandwahrscheinlichkeit haben als die anderen Nationen. Tirpitz. Dafür bremse ich auch gerne ab. Wieder entdeckt. Auf die werde jetzt einfach mal weiter geschossen. In Ermangelung schönerer Alternativen. Sehr gut vernichtender Schlag an der Yamato von unserem Zerstörer. Sehr schön.
Torpedos, aber ganz schönes Pfund da hinten. Wahnsinn. Reparieren an dieser Stelle kann man natürlich auch mit dem Zehner. Das machen wir jetzt einfach mal. So, Jungs, jetzt zeigt doch dir mal, was ein Hake ist. Na, also. New Orleans sollte jetzt wirklich gar kein Problem für uns sein. Jetzt konzentrieren wir uns dann mal von der New Orleans weg. Auf dem, was noch vor uns kommt. Leider ist die nicht mehr geholt worden. Ah, da ist die Tirpitz wieder. Und die trifft dementsprechend gut. Zwei schwere Treffer an der Zahl. Tirpitz ist halt auch nicht zu unterschätzen, definitiv nicht. Und ihr habt schon gesehen, gegen andere Kreuzer ist es ein absolut tolles Schiff. Aber gegen Schlachtschiffe, da fängt sie sich gern mal einen Hit, der sehr schmerzhaft ist. Und eben aufgrund der Brandwahrscheinlichkeit oder der geringen Brandwahrscheinlichkeit der Geschosse ist so ein Schlachtschiff jetzt auch nicht der schönste Gegner von dem her, dass man dann sagt, dann kann man den wenigstens die ganze Zeit schön anzünden. So, der ist jetzt aber weg. Und nun auf die Tirpitz. So, die hat jetzt hier leider den Zerstörer rausgenommen. Hat er jetzt nicht mehr so im Blick und im Fokus gehabt. Nochmal schnell reparieren. Einmal haben wir noch. Ich bin offen, Tirpitz nicht. Immer gut. Ach, da ist er. Wir drehen uns ein bisschen weg, dass man hier wenigstens nicht wieder so hart die Seite anbietet. Aber treffen tut sie trotzdem. Jetzt haben wir sie wenigstens mal angezündet. Jetzt ist da die Gearing vor uns. Aber ich glaube, die Yamato macht die jetzt schon. Ja, da ist sie weg. Our victory is in sight. So, und jetzt sind es noch die Tirpitz. Und wir haben auch ein Aufklärungsflugzeug. Was wir jetzt hier nutzen können. Tirpitz hat natürlich auch dementsprechende Reichweite, also ganz klar. Die kann ja schon mitfeuern. Da ist jetzt die dann besser zu erreichende. Was sie sich über mich auch denkt, im Übrigen. Wenigstens angezündet. Das ist schon mal was wert.
HP hat er ja noch ein bisschen. Jetzt fährt er leider nur so von uns weg, dass ich ihn schwer jagen kann. Komm, Hindenburg, nimm die Kurve. Ja, sehr gut. Scout ist wieder zurück. Die normale Sicht ist damit wiederhergestellt. Finde ich selber sehr gut, weil ich mag die andere Sicht nämlich absolut nicht. So, und jetzt probieren wir es doch mal mit AP. Und schauen, was wir damit so machen können. Also sie kann mir auf jeden Fall viel Schaden machen, wie wir gesehen haben. Jetzt probieren wir mal das Gegenbeispiel. Geht auch ganz gut. Der war jetzt leider nicht so toll. Ah, und da ist er versenkt worden. Und dementsprechend ist die Runde zu Ende. Und in der Teamwertung 1100 XP. Und was waren's? 30, 40, 60, 65.000 Schaden. Ist jetzt vielleicht nicht das Aufregendste gewesen an Schaden, aber ich glaube, zum Zeigen des Schiffs, mit was kann es einstecken, was kann es austeilen, wie genau sind die Kanonen und sonstiges, wie ist die Reichweite. Dafür wiederum war die Runde sehr gut und gelungen und dementsprechend hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch weiterhin alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.